Insassen eines Todestrakts wurden einst gezwungen, Baseball zu spielen, um ihre Hinrichtung zu verzögern. Bei einem Sieg durften sie ein weiteres Match spielen, bei einer Niederlage wurden sie hingerichtet. Sie spielten wortwörtlich um ihr Leben. Doch wie ging es aus? Die bunt zusammengewürfelten kriminellen Athleten hießen Wyoming State Penitentiary All-Stars. Auf ihrer Seite hatten sie 3 Vergewaltiger, 5 Diebe, 3 Mörder und einen Meisterfälscher. Jedes Spiel war das Spiel um den Tod. Das Team spielte ihr erstes Spiel am 18. Juli 1911 und gewannen haushoch 11:1. Vor allem dank dem Feldspieler Seng, der 2 Homeruns erzielte. Das Interesse an dem Spiel war so groß, dass Zeitungen im ganzen Land darüber berichteten. Das Team gewann die ersten 4 Spiele. Eine Siegesserie begann. Aber jedes Spiel war von mehr Drama, Nervenkitzel und Angst durchdrungen. Im November 1911 jedoch, kurz vor ihrem 5. Spiel, wurde das Spiel um den Tod durch eine neue Reform abgesetzt.